After a summer playing street ball and pro-am games, you head back to school for your junior year. From the first week on, you have a spectacular season. You mounted an incredible comeback that few thought was possible. The reporters, the scouts, and the coaches all see your potential. Not only the potential to play in the NBA, but the potential to be a star in the league. And at the end of the season, there's little doubt about where you're headed next. Stephen A., it is one thing to come back from a catastrophic knee injury. That's hard enough. But there is a consensus now, and I agree with it. Comeback Kid is better now than he was before. I mean, he has come all the way back and then some. Well, I appreciate the intellect on your part because it's indisputable, and why make a point that can be disputed? You're very, very wise not to do that, Max Kellerman. I'm very proud of you. But in the end, here's the bottom line. He's exceeded all expectations. He's going about doing the things the right way. He's expanded the skills in the pro-am. Everybody has noticed. That's a very, very big deal. So I'm very happy about that. It is. So far be it for me to agree with you. But look, there were questions heading in. There were skeptics who had these questions, and I think at this point it is safe to say that this is NBA ready. You know NBA ready when you see it, you saw it, this is NBA ready. He's got a mentor in James Harden now, from what I'm hearing. Scouts and general managers in the NBA have been lauding his talents. They say that this kid is real. He's ready. He's legit. So when we look at it from that perspective, the next thing up is the NBA scouting combine. He performs on that level. Obviously, that's a big deal. Now, we'll all be watching. We'll wait to see what happens. But guess what? We wouldn't be able to watch you if you weren't invited. So the fact that you were invited is a big deal, and major props to him for that. And we will be there. ESPN will be there from Chicago, updating our live ESPN mock drafts. It will be an interesting several days in the Windy City. Go. Ja, das hört sich doch sehr gut an, dass wir zum NBA Combine eingeladen worden sind. Das hört sich sehr, sehr gut an. Ein paar neue Jordans. The fuck you. The fuck. Das kann ich nicht geben. Ah, James Harden Dribbelaktion, ja, natürlich auch geil gewesen. Schön hier. Eine coole Pässe freischalten, ja, natürlich auch was gewesen. Merit. Mal schauen, was jetzt noch kommt. Erstmal herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge NBA 18. Und ja, wie es aussieht, dürfen wir zum NBA Combine. Ich hoffe, die letzten Folgen haben euch alle gefallen. Also mir macht es auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Moment, wie geht's dir? Ah, alles gut. Natürlich werde ich am besten gehen. Natürlich. Also wie gesagt, das Spiel macht echt Bock, also es hat was. Sieht schon echt deutlich, deutlich geiler aus, auch von der Steuerung her, als die letzten NBA 2K-Spiele. Und was, warum ist denn Nick nicht dabei? Na gut. Aber wie gesagt, das letzte Spiel gegen Harden, seine Star-Truppe, haben wir ja doch mit etwas Mühe und Not gewonnen. Am Ende war es dann nicht mehr so deutlich, wie es eigentlich aussah. Oh, geht schon los. Jetzt müssen wir uns natürlich ein bisschen anstrengen, damit wir ein bisschen besser gedraftet werden können. Das heißt, nicht mehr so dumme Abspielfehler machen und so. Statistik kriegen ist jetzt die Devise. Mismatch, Mismatch.
Ja, mach ihn doch. Ja, mach ihn doch einfach. Ja, hier ist mein Spieler. Hier muss ich hin. Das war scheiße. Im Moment werde ich ja jetzt 15. gedraftet. Also könnte ich gedraftet werden. Das soll natürlich nicht so bleiben. Schon sind wir in der Position runtergegangen. Am geilsten ist natürlich in Position 1 gedraftet zu werden, das wäre natürlich mehr. Das wird wahrscheinlich nichts. Alter, was hat der für eine geile Frisur? Hat er mich natürlich schön aussteigen lassen, die Drecksau. Ja, für alle, die jetzt nicht wissen, was ein Draft ist, den gibt es ja in Amerika sowohl in der NBA, als im Eishockey, als aber auch im Basketball. Das ist halt für die College-Spieler, die high-graded, die Superstars werden können und könnten. Die dürfen dann halt zu so einem Combine antreten. Oder zumindest die Spieler, die nicht so die Superstars an ihrer Highschool waren. Oder im College besser gesagt. Die dürfen halt zu so einem Combine fahren und können dann nochmal ihre Position deutlich verbessern. Andere sind natürlich schon höher gerankt worden. Und da besteht natürlich bei anderen die Möglichkeit, dass sie dann doch etwas bessere Position kriegen. Also was gibt es ja natürlich in Deutschland nicht, weil es ist ja klar. Aber ich glaube, das beliebteste Draft bei den Amis ist eben für Football. Da ja auch das Football eigentlich die Sportart Nummer 1 ist. Sieht man allein am Super Bowl jedes Jahr, wie viele Millionen Menschen sich das am Fernsehen live anschauen. Oder auch, was die Karten dafür kosten, das ist ja fast unmenschlich, was die kosten. Was sich die meisten Amerikaner das überhaupt leisten können, ist ein Witz, ist ein Wunder. Ein Witz ja nicht, aber. Also, das sind schon Preise, das sind schon Schwarzmarktkarten für, ich glaube, $2000 Minimum. Dann sitzt man aber auch nicht gut. Dann sitzt man nicht unten am Rasen oder so. Nee. Du kannst ja froh sein, wenn du im dritten Oberrang sitzt. Das ist schon krasser Scheiß, was die da abziehen. Auch die ganze Aufmachung vom Super Bowl ist einfach der Hammer. Da gibt es ja fast nichts, was so im Nachhinein man sagen kann, ja, das ist ja genauso geil. Das kann doch nicht sein, dass er mich immer so verarscht. Mal ein paar Punkte machen hier. Assists dabei holen. Er blockt mich mal an. Wird weg. Kann man machen. Ist dann aber auch scheiße. Alter, was bin ich denn für ein Bobo, ey, dass ich so einen Pass spiele, mal ganz ehrlich. Ja, klar, gegen mich macht er natürlich seine ersten Punkte. Fick dich doch, ey. Um alles geht hier, dann verkacke ich dieses Scheißspiel. War ja wieder klar. Gegen Harden mache ich mal eben 10 Punkte. Macht das Spiel meines Lebens.
Und hier kriege ich nichts geschissen. Jetzt blockt er mich auch noch. Ich habe eine Bewertung von 66. Alter, das kann ich. Komm, nimm den Ball ab. Das kann doch gar nicht mein Ernst sein. Komm, jetzt aber. Das kann doch nicht wahr sein. Ich war doch so offen, verdammte Scheiße. Ja, ich bin natürlich. Ja, ich bin eiskalt. Nicht ein einziger Treffer bisher, glaube ich, gemacht. Das sind die letzten Würfe. Aber war nicht schlecht. Wieder kein Punkt. Oh, noch Position 20 für den Draft. Ja, leck mich. Alter, willst du mich verarschen, ey? Schießt sich an Faustposition. Wie gesagt. Yes. Alter. Wie einfach er da einfach nur durchmarschiert. Warum gehst du denn nicht rein, verdammte Scheiße? Ja, das Spiel ist verloren. Fuck, ey. Ja, damit ist das Spiel verloren. War ja klar, dass ich so ein wichtiges Spiel wieder nicht geschießen kriege. Nein. Sind wir ein Spielzug? Mein vergebener Dreier war klar. Aber gut, das macht man nicht alles für das Team. Damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst auch gerne ein Abo da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es heißt Draft vielleicht. Bis dahin, ciao, ciao.
Und da sind wir zurück auf dem Let's Soccer Bros Kanal mit einer weiteren Folge NBA 18 The Demo. Ja, wir haben unsere Fähigkeiten wieder etwas verbessert. Das heißt, wir werden jetzt ein paar. Wir wollen uns jetzt mal im Dribbling verbessern. So. Kriegen wir noch irgendwas? Nein, leider nicht. So. Jetzt müsste eigentlich, logischerweise. Von der NBA Combine 2017 gelernt. Tolles Draft, ja. Viele Stars am Horizont. Alle Augen sind auf Comeback-Kid gerichtet, um zu sehen, von wem oder ob er gedraftet wird. Da bin ich auch mal gespannt. Guck mal, sagte der. Gute Arbeit da draußen. Es ist immer schwierig mit Spielern, die du nicht kennst, aber sie haben offensichtlich gesehen, was du im College gemacht hast. Du hast definitiv Erstrundenpotenzial. Ja, könnte man sagen, du hast dich schon entschieden. Ich denke noch drüber. Ernsthaft? Dann kann ich noch mal ein bisschen verarschen, ne? Machen wir 1000 Hype oder machen wir 10.000 RP? Hype oder machen wir mal. Ach komm, wir machen den Hype. Habe ich vielleicht eine bessere Chance, irgendwo in einem besseren Team zu draften? The Draft. As we have discussed, this is one of the deepest draft classes to come out in what, Stephen A., the last decade or more, and yet in spite of all that young talent coming out, the story that has dominated the headlines heading into the draft is the story of the comeback kid, of course, and yet in our final ESPN mock draft, we now have him going 20th in this year's draft. Stephen A. Smith, what do you think? I have no idea what anybody's thinking about right now. As far as I'm concerned, this kid is a lottery pick. I'll admit, the combine performance was less than stellar. There's no denying that. But it doesn't usurp what he did his junior year. And then you combine that with the adversity that he's facing, everything that he's had to overcome. I say give the kid credit where credit is due. I'm going to repeat myself and be a bit redundant here. I think the kid has heart. I think he's the steal of the draft. And I clearly believe that he is a lottery pick, and he should be no less by anybody. The kid has heart. There's no doubt about it. But now we've seen how he performs against or compared to other NBA caliber talent. And you know what? I it gives me no pleasure to say this. You sure? Yes. You sure? No. You look pretty happy saying it. No, I'm rooting for the kid. You sure? Yes. I hope his mama's watching. I mean, come on. As Puff said, what do I say, Stephen A? I tell it like it is. You tell it how it might be. I'm just telling you how it is. I got you. Water finds its level. I think we got him right. I hate to say it. I think we got him right. You know, I'm not going to argue with you about this. I am not going to engage in a back and forth with you with just a little soliloquies on this matter. What I'm going to do instead is let you talk. I hope you keep talking. Keep on talking right now, because all I'm going to do is say to them, run the tape over and over and over again. And when this kid goes out and proves you out for the blasphemous individual that you are, you're going to have to apologize on national television. And I'm just going to sit there and say, roll the videotape. It will give me pleasure to apologize if I'm wrong. I'm usually not. But I got tape on you too, my friend. And on that note, I never asked for the tapes to be erased, unlike some people I know. Are you ready for this? Because I'm ready. I'm always ready. And we're ready for the NBA draft. I'm always ready. Dann schauen wir doch mal, was so uns auf uns wartet. With the first pick in the 2017 NBA draft, the Philadelphia 76ers select Markelle Fultz. Markelle, gib mir Markelle. With the second pick in the 2017 NBA Draft, the Los Angeles Lakers select Lonzo Ball. Ich gucke mir jetzt die Welles an, ich würde sagen, dass wir springen einfach und gehen zum Benutzerpick. Mal schauen, an wie viel der Stelle wir getroffen. Von den Brooklyn Nets. Ernsthaft? The draft is over, and your comeback is complete. You faced adversity, you tested your game on the streets, and now you've made it to the NBA.
but your rise has just begun. So remember, greatness doesn't come easy, but by choosing your own path, it's always within reach. So, are you ready to be the one? Ja, bin ich. Ja, Freunde, das war's leider für die Demo. Das Spiel hat echt richtig Bock gemacht. Also ich muss schon sagen, das könnte ein Spiel werden, was wir uns zulegen könnten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch genauso Bock gemacht. Und ja, ich werde mal gucken, wie das Spiel ankommt. Wenn es bei euch nicht so ankommt, spiele ich es halt für mich privat selber. Was ich so oder so machen werde. Und ja, dann sehen wir uns bei dem nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.